Hallo, mein Name ist Jan Schache. Ich stehe hier vor dem GE Phoenix Vitumex C450. Ein 450 kV CT-System für die Industrie, um Bauteile großen Volumens, hoher Dichte oder auch Bauteile hoher Dichte und kleineren Volumens mit einem höheren Durchsatz zu prüfen. Wir nutzen hier eine 450 kV geschlossene Röntgenröhre mit einem 0,4 mm Brennfleck. Demgegenüber ist ein GE DXR 250 Flächendetektor mit einem Eingangsschirm von 400 x 400 mm. Wie Sie sehen, haben wir hier eine Besonderheit. Wir nutzen hier unseren Manipulator, der üblicherweise für 50 Kilo Bauteile ausgelegt ist, und haben diesen erweitert um eine Greifereinheit. Die Greifereinheit hat nun die Möglichkeit, zum Beispiel Turbinenschaufeln aus einer Box zu entnehmen. In diesem Beispiel sind es 25 Turbinenschaufeln, die hier in dem System in ungefähr 2 Stunden durchgescannt werden können. Dieses Modul nennen wir Quick Pick und erlaubt einen höheren Durchsatz für industrielle Anwendungen. Neu in diesem Jahr stellen wir auch vor Scatter Correct, ein Modul, eine Kombination aus Hardware und Software, um Streustrahlungsartefakte drastisch zu reduzieren. Hier sehen wir ein Beispiel von solch einer Turbinenschaufel, die zum Beispiel aus Inconel ist, also eine höhere Dichte hat. Das Resultat, wenn wir einen Flächendetektor nutzen für den CT-Scan, ist, dass wir hier Grauwerte in der Luft sehen, die eigentlich gar nicht existieren, also die klassische Streustrahlung. Dies verhindert, dass ich präzise messen kann in meinem CT-Scan. Was man also bis dato gemacht hat, um dies zu vermeiden, ist das Verwenden von Zeilendetektoren, die die Streustrahlung einfach nicht aufzeichnen beim Scannen. Der große Nachteil bei der Nutzung eines Zeilendetektors ist natürlich der Umstand, dass der Scan, die Akquisitionszeit, sehr viel länger dauert. Dafür habe ich aber natürlich ein Ergebnis mit einer sehr schön definierten Oberfläche, die es mir dann auch erlaubt, Vermessungen durchzuführen. Wir haben in diesem Jahr nun Scatter Correct in den Markt eingeführt, bei der wir den Flächendetektor weiterhin benutzen, um eben die Bildqualität wie bei einer Zeilen-CT zu erhalten. Dazu bauen wir vor dem Flächendetektor ein Modul ein, und in der Kombination mit einer Softwarekorrektur verbessern wir die Bildqualität erheblich. Die von Phoenix entwickelte Rekonstruktionssoftware ist dafür natürlich der Grundbestandteil und wird erweitert für Scatter Correct. Bei der Visualisierung können wir hier einmal ein Beispiel sehen, wo wir sehr schön diese Streustrahlung erkennen. Wenn ich nun die automatische Oberflächenerkennung durchführe, sehen wir sofort, dass das System die Oberfläche ebenfalls in der Luft detektiert, also keine hohe Qualität liefert, schon gar keine, um messtechnische Aufgaben zu lösen. Sehe ich mir nun das Ergebnis mit Scatter Correct an und wende hier die automatische Oberflächenerkennung an, dann sehe ich auf einmal, wie wohlgeformt und gleichmäßig doch die Oberfläche des Bauteils erkannt wird. Eine sehr schöne Abgrenzung zwischen Luft und Material, um mir nun zu ermöglichen, präzise messtechnische Aufgaben daran zu lösen. All das mit derselben Konfiguration der 450 kV Röntgenröhre mit dem GE DXR 250 auf Basis der Scatter Correct Technologie. Wir freuen uns, wenn Sie uns Bauteile zu Applikationsversuchen senden.